Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus vx minus 2. Berechnet die Koordinaten des Schnittpunkts mit der y-Achse. Nun, wenn wir das uns in einer Skizze mal schnell anschauen, es liegt hier irgendeine Parabel drin und beim Schnittpunkt mit der y-Achse sehen wir, aha, der x-Wert muss an dieser Stelle 0 sein. Also folgt daraus, x ist immer 0. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Zum Beispiel mit einem Taschenrechner über die Funktion Table oder eben auch Calculate Value. Wir machen das jetzt aber am einfachsten über das Einsetzen. Nämlich, wir wissen ja, dieser Schnittpunkt der y-Achse liegt auf der Parabel, muss auf der Parabel liegen. Und die Parabel hat folgende Funktionsgleichung. Y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Jetzt wissen wir an dieser Stelle, x ist gleich 0. Also setzen wir das einfach in diese Funktionsgleichung ein. 0,5 mal 0 Quadrat plus 4 mal 0 minus 2. Vereinfachen wir, 0 Quadrat ist 0, also gibt 0,5 mal 0 ebenfalls 0. 4 mal 0 ist 0, also ist es auch 0. Und übrig bleibt minus 2. Also hat dieser Schnittpunkt mit der y-Achse, nennen wir ihn irgendwie mal Schnittpunkt, gebe ich jetzt den Namen P, hat also die Koordinaten x gleich 0 und y mit minus 2. Und wir sind fertig.